Boah, ich habe schon wieder zwei hier Energiepunkte verloren von vier. Ja, schrecklich. Boah, nerv mich nicht hier, Junge. Nerv mich nicht. Aber ich habe hier, glaube ich, nicht so Leben oder so, ne? Aber es gibt ja auch keine, ja, was weiß ich, Speicherpunkte oder so. Von wo aus ich dann anfange. Da muss ich bestimmt immer das Level neu machen. Ja, ich weiß immer noch, dass Typen meine Dinger zurück dingsen können. Ach so. Ach so ist das gemeint, okay. Zur Überwande, ich verstehe. Ja, und wieder ein Krabbenburger, da muss ich mir jetzt nicht jedes Mal angucken. Beim nächsten Mal sind bestimmt drei Sardellen da drin. Aber, ja. Werden wir dann sehen. Erstmal wieder alles schön destroyen hier. Damit wir noch ein paar Nuggets bekommen. Diesmal bekomme ich keinen Bock auf Nuggets, weil ich gerade erst Miracoli hatte. Okay. Das sind schon wieder drei Fliegis. Waren die gerade auch schon? Steht da eigentlich auf dem Warning-Schild? Kann ich hier nicht irgendwie Ego-Perspektive oder? Nee, das war. Das war Tag Team Racing. Ich sehe gerade nicht, was da neben dem Stoppschild ist. Aber der Polizist sieht cool aus, muss ich schon sagen. Haben sie sehr schön gezeichnet, so. Kelpo, ja, Kelpo. War das nicht diese Frühstücksflakes? Ich glaube schon. Mit Schachteldeckel und bla blub. Ja, wieder die Dönerspieße, ja. Die sollten besser nicht zu nah an mich rankommen. Es sind eigentlich Artgenossen, oder? Die sehen nämlich fast so ein bisschen aus wie Schwämme. Ja gut, sind sie nicht, aber egal. Ja, was soll... Soll ich mich da ducken oder was? Vor allem wie? Hey! Warte auf mich, du Bus. Links, rechts, wo? Achso. Er hat einfach mal einen Zwischenstopp eingelegt. Oh, ich habe keine Energie mehr. Ich sollte vielleicht mal eine Unterhose finden. Oder eine Hose, oder was weiß ich. So. Na, das ist super. Das sieht ja toll aus. Ah, da sehe ich schon wieder eine Unterhose, aber ich bräuchte... Ja, schön für dich. Okay, ich muss alle Gegner besiegen, um den Schlüssel zu finden, wie immer. Ich hätte aber lieber gerne erstmal Energie. Wahrscheinlich ist es mir untersagt, Energie zu finden. Weg! Weg! Alle weg! Alle weg! Ich kann euch nicht gebrauchen. Ah, da ist Energie! 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 Mehr Energie! So! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! So! Sehr schön! Da haben wir doch schon wieder drei Viertel der Energie. Das ist perfekt. Kriegen wir eigentlich auch mal eine erhöhte Energieleiste oder so? Wahrscheinlich nicht. Wir sind nicht bei Zelda. Okay. Muss ich die Dinger da erst zerstören mit dem Super Bob oder wie verstehe ich das? Muskelbob, nicht Super Bob. Oder das ist halt wirklich wieder mit Überwande und so. Ja, das sowieso, aber ich weiß gerade nicht, wo ich dann hinziehen soll. Auf das Teil? Dann wird das so zurückgeschleudert oder wie verstehe ich das? Nee. Ich weiß. Ach so. Hä? Moment. Jetzt verstehe ich nichts mehr. Nee, ich muss das Teil tatsächlich erstmal wegkriegen hier. Anders geht es nicht. Okay. Das heißt, ich muss irgendwie wieder so eine Plakette hier finden. So ein Teil, womit ich super Muskelbob werde. Okay. Oder ich kriege die irgendwie anders weg. Kann ja auch sein. Okay. Ein Gegner noch. Da ist er. Weg mit dir. Weg. Was wollte er sagen? Ich bin SpongeBob irgendwas. Ach so. Ach so. Das ist da drin. Ich verstehe. Es macht Sinn. Das macht durchaus Sinn. Natürlich. Ja, tot. Und die ganzen Dinger sind auch weg. Sehr schön. Und dann gehen wir noch schnell nach oben. Und dann können wir auch schon wieder schießen. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie lange die Level hier so gehen. Ist mir auch egal. Macht schon irgendwie Bock. Aber ich hätte jetzt länger keinen Bock aufzunehmen. Nicht unbedingt, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil ich eher Bock hatte auf Zelda oder auf Crash oder... Ja. Okay, ich habe jetzt... Da oben ist noch einer, okay. Weil den hier habe ich schon gesehen, aber dann fehlt natürlich noch einer. Achso, hier wieder so eine ganz leichte Geschichte. Moment, ich will mich schon richtig drehen, damit ich jetzt nicht wieder zielen muss. Ach, geht nicht, geht nicht. Ich will eigentlich so direkt, wenn ihr wisst, was ich meine, mich direkt gerade ausrichten, dass ich direkt da drauf schießen kann, ohne dass ich meinen Analogstick benutzen muss. Wah, like a boss.
Warum ich das wollte, keine Ahnung, weil es einfach... Es sieht nach Skill aus. Den ich nicht immer unbedingt aufweise. Was ist das? Regenbogen, ach so. Ich weiß gerade nicht genau, was mir der Regenbogen bringt. Ich lasse ihn jetzt lieber mal liegen. Und gucke, ob ich hier Muskelbau brauche. Weil wenn ich ihn brauche, habe ich ihn direkt, ne? Ist klar. Dann muss ich nicht wieder die Medaille einsammeln. Okay, das sieht mir aus, als könnte ich das schon machen. Jo, sehr schön. Und die dritte Sardelle ist auch gefüttert. Wunderbar. Wofür ich jetzt dieses Regenbogenteil brauche, weiß ich nicht. Ich behalte jetzt einfach mal den Muskelbob, würde ich sagen. Ich meine, wieso soll ich wechseln? Zumal Muskelbob, glaube ich, nicht temporär ist. Okay. Ah. Das heißt, jetzt nicht zeitlich begrenzt. Den habe ich eigentlich für immer, wenn ich bis ich halt mal getroffen werde. Und dieses Regenbogenteil ist, glaube ich, temporär. Das hört, glaube ich, nach einer halben Minute oder so auf. Keine Ahnung. Ich habe nicht mitgezählt. Ich meine, das ist temporär. Deswegen lasse ich das direkt mal liegen. Moment. Moment. War ja nicht gerade noch der Sardellenbus? Ist der jetzt weggefahren oder? Ich dachte, ich muss... Nee, okay. Vielleicht hätte ich mir die Sequenz doch mal angucken sollen. Tja. Habe ich halt nicht getan. Okay, jetzt habe ich Muskelbob verloren. Und jetzt sind hier noch so Statue und noch Mensch. Boah. Fuck you, du Bitch, ey. Weg. Ich wette, hier hinter irgendeinem Ding ist der schlafende Patrick. Und ich habe es jetzt verkackt. Ach, wisst ihr was, komm. Aus Spaß und der Freude hole ich mir jetzt einfach nochmal so einen Muskelbob und, ja. Freue mich. Aber direkt meine Regenbogen bis dahin mitnehmen. Ach so, das ist jemand scheißegal. Ah, okay. Ja, kann ich gleich mal meine These bestätigen, dass es temporär ist? Ja, da blinkt schon wie verrückt, so. Und Muskelbob, bitte. Danke. Hallo, achso. Ach so, ich bin dann automatisch Muskelbob gewesen. Ach so, okay. Ich dachte, wenn ich eine Medaille einsammle, wenn ich noch eine andere aktiv habe, dann ist dem das scheißegal und... Ja. Dann... Speichert der die nicht irgendwie ab, aber der hat die auch irgendwie abgespeichert, sodass ich direkt die nächste Medaille hinterhergekriegt habe. Das ist interessant, okay. Hier irgendwo vielleicht der schlafende Patrick oder so. So, verpiss dich, verpiss dich. Ich... Ich will jetzt hier nicht meinen Muskelbob wieder verlieren. Sondern würde gerne die ganzen Statuen jetzt zerkloppen. Ich treffe den aber auch nicht. Ja gut, ich glaube, das ist aber auch so programmiert, dass ich den nicht treffen kann. Ich meine nämlich, hinter irgend so einem Ding war mal ein Patrick. Aber weiß ich nicht mehr. Ist lange her, seitdem ich das gespielt habe. Hier so dieses Level und so. Mann, stirb. Habe ich noch Muskelbob? Nein, scheiße. Scheiße. Naja. Falls jetzt irgendwo noch Patrick war, habe ich Pech gehabt, aber ich... Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir am besten will nicht vorstellen, aber die ganzen Nuggets will ich schon noch gerne mitnehmen. Jetzt habe ich schon wieder fast 1000. Das ist interessant. Also hier sammelt man wirklich ganz schnell diese Glücksnuggets und... Das ist auch, glaube ich, ganz gut. Weil man doch relativ viel kaufen kann. Ach so, das geht tatsächlich ganz unter. Okay. Ich würde mal interessieren, ob man irgendwann mal so ein Bildschirm bekommt, dass man 100% hat oder so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich sieht man das nie. Ja. Okay, das ist, glaube ich, so ein Sprungfeld, ne? Ach nein! Okay. Die muss man nämlich so mit Wasser aufpumpen. So, man muss hier in die Wanne steigen. Möchtest du Wasser benutzen? Blablabla. Jetzt müssen wir B drücken. Komm, SpongeBob, dreh dich. Dann da drauf spucken, so. Genau. In die Luft. Indem du in die Luft springst und das Nunchuck schwingst. Ach so. Dann bringt man sich so aus, genau. Und jetzt kann man also hier die Plattform benutzen, okay. Genau. Und genau diese Technik muss ich, glaube ich, auch im ersten Level verwenden. Was bist du eigentlich? Bist du hier irgendwie... Ich werde dich auf dem Boden festnageln. Moment. Ich spritze die mal mit Wasser voll. Mal gucken, was dann passiert. Weil die hat auch den Mund so komisch offen. Vielleicht bringt das irgendwas, weil ich... Weiß nicht, wieso steht die da einfach so? Das macht für mich keinen Sinn. Ah, ich verstehe. Gib mir einfach nur ein bisschen Money, okay. Ist okay. Ich meine, der bringt sich auch irgendwann mal so aus. Vielleicht macht er das mit dem anderen Move. Wenn man also die Fernbedienung schüttelt. Muss ich gleich mal ausprobieren. Ja, das ist schon wieder so ein komisches Teil, okay.
Aber die bringen jetzt auch nicht so viele Nuggets, dass es sich unbedingt lohnen würde, die zu zerstören. Nur mal so am Rande. Die haben jetzt, glaube ich, 2 gebracht. Ja, schön für deine 32%. Was ist mit den anderen 68? Würde ich gerne wissen. Egal. Ich muss gleich erstmal... Ich muss ja hier oben noch ein Wasserbecken haben, oder wie sehe ich das? Weil sonst komme ich da nicht hoch. Ach, der schlafende Patrick. Sehr schön. Ja, mein Ziel ist es natürlich, den zu finden, weil der auch zu 100% gehört für mich. Weil der auch immer angezeigt wird, neben den ganzen Items und so, die man hier finden kann. Außerdem, was wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht, ich habe schon wieder vergessen. Außerdem, wenn er in so Kisten ist, glaube ich, würde ich ihn immer finden, weil ich die Kisten einfach zerstören will. Weil die mir halt Glücksnuggets bringen und ich die gerne sammeln würde. Weil ich halt noch ganz viel freischalten kann und muss und, ja. Hier ist wieder eine Wanne, okay. Ich würde mich sagen, ich kümmere mich erstmal um die ganzen Sachen hier, um die ganzen Sachen, die ich kaputt machen muss. Oder, nee. Ich mache direkt das Story-Relevante. Sprich, mich hier drauf stellen und... Nee, Moment. Habe ich jetzt irgendwas missverstanden? Egal. Dann mache ich halt erstmal die ganzen Sachen hier kaputt. Bam. Und dich. Achso, die muss ich ja aufpumpen hier. So war das. So, dann noch das. War jetzt ein bisschen unglücklich. Achso, wenn er kein Wasser mehr hat, bringt er sich aus. Okay, ich verstehe. Okay. Ja, ist jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen, weil ich das ein bisschen daneben gespritzt habe, aber wurscht. Klingt immer so komisch. Nee, daneben gespuckt. Er spuckt es ja eigentlich auch. Achso, der war schon so, natürlich. What the was, SpongeBob, whatever. Okay, wo waren denn noch Statuen-Dinger? Hier. Hier drüben, glaube ich, noch, ne? Genau. Haben schon ein sehr komisches Design. Sehen so aus wie so eine dünne Mrs. Puff oder so. Vielleicht sollen sie es auch darstellen, keine Ahnung. SpongeBob. Also, wenn du schon so Zwischensprüche machst, denk dir mal neue aus und nerv mich nicht damit. Aber das ist ja eigentlich bei jedem Spiel so. Auch bei irgendeinem Crash Racer oder so. Es sind immer dieselben Sprüche. Nur da sind sie weniger nervig. Weil der SpongeBob hier, die nicht Originalstimme, hat schon eine sehr nervige Stimme. Also ist schon eine sehr nervige Stimme, die einen... Die man nicht unbedingt öfter hören will. Vor allem nicht immer mit demselben Scheiß. Okay, ganz ehrlich, die Dinger sind mir scheißegal. Das sind so viele, ne? Das sehe ich einfach nicht ein. Ja, Miep, Miep, Hunger. Miep, 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 Miep. Sagen diese Wellen das auch so in der im Spiel? Doch, ich glaube schon. Ich weiß gerade nur von Billy Fishmaul. Das ist auch so eine Sardelle, glaube ich. 16. Geburtstag. Was bringt mir jetzt dieser Schnauz-SpongeBob? Was bringt mir jetzt dieser ganz linke Schwamm? Was bringt er mir? Ja, auf das SpongeBob. Da muss doch irgendwas sein. Die machen doch nicht hier umsonst so was. Was bringt mir das? Ist doch paradox. Es macht einfach keinen Sinn, dass man da so ein Ding hinbaut, wenn es absolut überflüssig ist. Ist wirklich mal so. Naja, okay. Wieso wechselt denke ich so oft in die Ego-Perspektive, was ich gar nicht will? Also. Halb-Ego-Perspektive halt. Näherer Third-Person. Kamera-Scheiß. Will ich nicht. Ich will gerne wieder rauszoomen, SpongeBob. Darf ich nicht, dann halt nicht. Boah, die Kamera ist gerade so scheiße. Es ist unglaublich. So, jetzt kann ich eh wieder eine andere. Wie asozial. Nö, SpongeBob, das sehe ich nicht ein. Spring mal da runter und danke. Boah. Also diese Kamera, ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das jetzt irgendwie mein Verschulden ist, aber es ist nervig. Ich glaube, die Dinger explodieren, ne? Richtig, okay. Alles für ein Leben. 46 Leben, oder wie viel habe ich, oder was heißt das? Schätze ich mal. So, jetzt kann ich auch besser zielen. Schön für dich, SpongeBob. So. Bam, Krabbenburger, schön. Das sind jetzt, glaube ich, 3 Sardellen gewesen. Das heißt, bei der letzten
werde ich mal gucken, was er sagt. Ob da jetzt irgendwie so eine Sequenz kommt. Ja, du hast es geschafft oder so, keine Ahnung. Also die lasse ich laufen. Weil der hat das gerade, weil gerade ist der Bus auch einfach abgehauen und ich habe keine Ahnung gehabt, wieso. Und ich schätze mal, das war irgendwas in der Sequenz, was ich halt weggedrückt habe.